Wir. Finn, komm auf. Komm, wir. Hart. Hart, Finn. Finn, hart. Hart. So, so brav. Also wir machen jetzt heute hier den zweiten Durchgang. Die Erbsen sind jetzt kurz nach dem Zweiblattstadium, eventuell schon Anfang Vierblattstadium. Ich wollte eigentlich nicht nochmal striegeln. Der erste Striegeldurchgang war sehr erfolgreich. Hier ist Beispiel ein gemeiner Holzhahn, der überlebt hat. Aber es ist jetzt zum Teil auch wieder kleineres Unkraut aufgelaufen. Hier beispielsweise, was jetzt wieder bearbeitet werden muss. Die Erbsen sind ja überwiegend gut aufgelaufen. Ja, aber ich muss nochmal striegeln, damit die Nachreife Verunkrautung halt gering bleibt. Ich habe jetzt schon ein bisschen Senf gestreut zum Einarbeiten, werde jetzt nochmal Senf drüber streuen, damit ich eine Stützfrucht im Grunde drin habe. Ja, und ich hoffe, dass jetzt das letzte Mal striegeln ist, weil ich schon irgendwo Angst habe, dass ich mehrere kaputt mache, als wie es wirklich was bringt. Also von der Seite her schauen die Erbsen schlimmer aus, als wie wenn ich in die Reihen reinschaue. Verluste beim Striegeln sind gering, im Vorgewende haben sie stärker. Beim Striegeln selber werden sie ein bisschen verschüttet, aber ich denke, dass die sich dann wieder ausgraben. Oh, die ist abgebrochen. Das ist jetzt noch eine normale. Und dass das Unkraut hier beispielsweise, dass es dann trotzdem vertrocknet. Genau. Und dann werden wir sehen, was wird.